So, Freunde, es geht weiter. Let's play Mario Kart 7 Online. Ich nehme heute etwas später auf als gewöhnlich. Ich wollte nämlich auch mal gucken, was so am späten Abend hier alles Amok läuft. So, dann wollen wir mal sehen. Ich habe jetzt zu Anfang noch gesehen. Danke sehr. Eine Mist. Oh, sag mal, hör auf jetzt. Ich will hier zu Ende reden. So, jedenfalls, zu Anfang sah ich noch bei der Teilnahmeliste der Rennen, dass Caleb dabei war, also aber aus der USA, das war beim ersten Part auch, deswegen vermute ich mal, dass es nicht der Deutsche ist. So. Und wir sind übrigens nur 5 Spieler, deswegen war ich vorhin schon wieder Letzter und werde von einem grünen Panzer getroffen. Jetzt bin ich Letzter. Und das wird sich ändern, Freunde. Wir sind hier übrigens auf Marios Piste. Wer es wissen wollte? Da war jetzt der erste Platz. Was macht er denn links? Ah, grüner Panzer. Gut, dass ich auf den unteren Bildschirm gucken kann. Und ich bin Erster und habe keinen so schlechten Vorsprung, muss ich sagen. Wir sind eine kleine Runde, deswegen kann hier so viel jetzt auch nicht passieren. Finde ich sehr schade. Ich hoffe, es stoßen noch mehr dann zu. Und ich finde das ja auch sehr episch hier, was hier alles so rumfliegt. Da haben sich die Entwickler ganz schön was einfallen lassen. Wundert euch nicht, falls ihr mal in Nebengeräusche auftauchen sollten, wie Tür zuschlagen oder was anderes. Ich bin ja nicht allein in dieser Familie hier. Und ich habe einen grünen Panzer. Und jetzt rasen Kugel wieder auf uns zu. Den habe ich erwischt. So. Das war meine finstere Lache. Gewöhnt euch dran. Und wir nutzen den Luftstrom und gewinnen an Höhe. So. Eigentlich wollte ich dich... Oh. Die ist ganz schön geflogen. Eigentlich wollte ich sie nach hinten legen, aber naja. Gut, immer noch erster Platz und jetzt noch ein größerer Vorsprung als vorhin. Wieder eine Banane. Aber wen wundert's? Ah ja. Mal sehen, wie es hier so weiterläuft. Die lege ich mal hier. Ich wollte hier hinlegen. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mit dem Joystick umgehen, wenn ich hier so spiele. So, die lege ich mal. Ich sag jetzt mal nichts mehr. Ich will die dauernd hinlegen, aber ich schmeiß die dauernd weg. Aber es ist jetzt eh egal, ich habe so einen riesen Vorsprung. Und ich habe eh schon alle 10 Münzen, deswegen lohnt es sich gar nicht, die anderen einzusammeln. Außer wenn ich ein paar wieder verlieren sollte. Jetzt ist Peach hinter mir her. Du wirst mich nicht erwischen. So, dich hätte ich jetzt gerne erwischt. So, hier mit dem Schweif. Aber egal, wahrscheinlich bin ich nicht mehr aufzuhalten, weil die keine Items mehr haben. Außer wenn Peach jetzt noch die Bombe wirft, aber nein. Ich bleibe Erster. Sehr schön, ich wechsle den Bildschirm. Oh ja, das waren glaube ich 17 Punkte jetzt. Und es ist ganz schön viel aus dem Ausland, also ich meine jetzt aus verschiedenen Ländern. Aber wir wechseln jetzt einfach zum nächsten Rennen. Bis dann. Es geht weiter mit dem Gebirgspfad. Das ist die erste Strecke, die jetzt auch wirklich von mir ausgewählt wurde und die genommen wurde. Zu Anfang waren wir jetzt eigentlich wieder zu 8, aber dann sind wir doch wieder nur 6 geblieben. Und jetzt wird es hier leicht schräg, das liegt aber an der Strecke meine ich. Schrecke. Ich komme auch auf Ideen. So. Den kriegen wir so nicht. Selbst wenn wir zielen, richtig zielen, dann hat er eine Banane da vorne. Ach, wir sind ja doch zu 8. Hä? Es haben nur 6 Leute ausgewählt. Okay. Vor lauter Frust greif... Scheiße, komm, dich erwische ich noch. Wo bist du denn? Da unten bist du. Dich erwische ich dann doch nicht mehr. Ich bin dann wieder heute etwas leiser. Nicht heiser, leiser. Ne? Also, ja, genau so sollte es nicht sein. Fahren wir hier mal wieder entlang, ganz fröhlich. Ne, hier fallen auch... Alter Schwede, das war ja vielleicht mal gut. So, jetzt schön an Höhe gewinnen. Dann dürften wir eigentlich einiges abkürzen, solange wir nicht an der Felswand abprallen. Und schon sind wir Erster, Freunde. Also ich würde euch diesen Weg immer empfehlen. Wir sind mal eben so 2 Plätze vorgerückt. Ups, ich wollte ja nicht driften und nicht hüpfen. Ja, es ist halt immer schwer. Und ich muss jetzt öfters auf die Kamera gucken, damit ich weiß, falls sowas passiert. Nee, falls die Kamera irgendwie verrutscht. Und jetzt mache ich Turbo. Dann könnt ihr ja meistens nicht so doll sehen. Das habt ihr auch im letzten Part gesehen. Schreibt mir übrigens in die Kommentare, ob ihr sowas
Special-mäßiges mal, na, es war jetzt eher so eine Art Special, ob ihr das so auch mal gerne haben wollt, mal, oder nur einen ganzen Part, so mit Community-Rennen. Die gibt es verschiedene Communities. Das war jetzt echt knapp, ich lege mich da und selber in die Falle. Ich sollte aufhören, sie mir selber in den Weg zu legen. Und ich sollte wieder eine Höhe gewinnen. So. Mittlerweile habe ich mir durch diesen Trick hier einen ganz schönen Abstand geholt. Mein Gott, heute Abend. Also ich kann euch nur empfehlen, insgesamt mal abends zu fahren. Denn so schwer ist das hier nicht. Wenn man halbwegs gut fahren kann. Wahrscheinlich sind die alle müde. Zocken den ganzen Tag hier Mario Kart 7. Und können nicht mehr. So. Mittlerweile ist es ja auch die dritte Runde. Umso schader. Schader gibt es gar nicht, ne? Das Wort? Nee. Ich würde so gerne. Ach, ich finde das Wort jetzt einfach. Es ist umso schader, dass wir hier keine Herausforderung haben, richtig, dann abends. So. Aber dann muss ich auch aufpassen, dass ich jetzt nicht übertünig werde und doch noch Zweiter werde. Ne, jetzt wieder runter, so schnell wie möglich ins Ziel. Und das haben wir auch geschafft. So. Zweites Rennen beendet. Ich wechsle den Bildschirm. Mit Ansage. So, dauert eine Weile, bis der letzte dann im Ziel ist und over 1200. Wieder mal Denglisch, 20 Punkte. So, nächstes Rennen, Freunde. Das Regenbogen Boulevard ist jetzt angesagt, Freunde. Und es haben nur drei Leute ausgewählt. Also waren im Roulette zu sehen. Und wie viele sind wir jetzt? Wir sind fünf. Fail. Und der ist da einfach mal durchgesaust. So. Aber diese Strecke hier finde ich echt mega geil. Sehr viele Ideen hier eingebracht. Vor allen Dingen auf Planeten auch zu fahren. Finde ich eine sehr geile Idee. Ach gut, dass ich direkt grüne Panzer habe. Ich zeige es euch einfach mal. Und hier kann man übrigens Stunts machen. Man braucht einfach nur zu springen. Und nur aufpassen, dass man sieht, wo man dann auch hinspringt. Wuhu! So, ich bin erster, Freunde. Ich habe allerdings nicht gesehen, dass ich den zweiten, den eigentlichen ersten überholt hat. Der ist wahrscheinlich runtergefallen oder so. So. Fahren wir weiter unser Bestes. Jetzt wird es Zeit zu fliegen. Ja, muss ich euch viel erzählen. Es ist heute nicht so viel los. Oh. So, und Blooper benutzen ist hier eigentlich nicht so eine gute Idee. Also man hat ja eh keine Wahl, wenn man ihn hat. Und das hier nutzt man zur Höhengewinnung. Das übrigens. Ja, hier sind so viele Booster, dann nutzen diese Blooper überhaupt nichts. So, und hier wird es jetzt lustig. Man kann jetzt eine Weile rumspringen, wenn man auch richtig springt. So zum Beispiel, und dann hier runterfall tut. Muss man ja irgendwann, denn irgendwann ist die Strecke da oben zu Ende. Und dann ist ja auch leicht schwerkraftmäßig, gelten hier andere Regeln, meine ich. Ja, deswegen springt man hier auch anders. Mein Gott, was wird das denn für ein Part? Das wird ja richtig easy hier. Und ich, vor Freude schmeiße ich meine Banane wieder vor. Und jetzt bitte hier fliegen. Das schaffe ich natürlich nicht. Mist. Möglichst fliegen, Freunde. Das macht mehr Sinn. Ja, denn das hier ist eindeutig gefährlicher, wenn man auf dem Boden langfährt. Denn da besteht ja immerhin die Gefahr, runterzufallen. Und jetzt habe ich da einen Mii, der ganz hässlich aussieht, genau hinter mir. Natürlich schade, wenn er mich jetzt noch in den letzten Sekunden überholen sollte. Warum auch immer. Schafft er wahrscheinlich auch nicht. Ich bleibe jetzt einfach mal vorne. Und düse ins Ziel. Und vor Freude schmeiße ich mal wieder meine Banane weg. Ich werde es nie lernen. Das waren 17 Punkte, Freunde. So. Und der Mii ist nochmal letzter geworden. Ja. Bis zum letzten Rennen, Freunde. Ups. Nächstes Rennen. So. Mit der fliegenden Festung beenden wir diesen Part heute. So, es haben 6 Leute ausgewählt im Roulette. Bin mal gespannt. Wir sind 7. Okay. Sei es so. Bleiben wir einfach mal äußer Platz. Mal sehen, wie lange sie es durchhalten. Nicht sehr lange. Dafür schicke ich euch jetzt alle auf die Bretter. Mensch, der geht ja doch ganz schön ab. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir dass wir diese Strecke sehen. Stern! Ha! Hast du dir selbst ein
Tor reingeballert hier. Warum erwische ich dich nicht? Habe ich dich doch locker weggebasht, Mensch. Sag mal. Es ist einfach schwer zu lenken auch hier. Ich habe mit 12 immer noch den Micht. Sag mal. No. Dann hört er auf. Dann ist der Schweif weg. Und jetzt seht ihr nicht richtig. Tut mir leid, ich versuche so gut wie möglich, dass ihr das sehen könnt. Ja, meistens kommt gern alles auf einmal. Ne, Blitzblooper, Ruderpanzer. Wir werden dann immer alles zusammen, das sind ganz viele Bananen. Hier, für dich. Ich möchte dich gerne erwischen, ich möchte die anderen auch gerne erwischen. Sag mal. Dann baller ich hier schon um mich. Ne, sag mal. So. Schon etwas interessanter in diesem Rennen jetzt. Habe ich mir auch so gewünscht. Jetzt kommt hier jemand in einem Stern. Der erwischt mich natürlich. Und sofort bin ich Vorletzter. Ich habe mir eine ganz gefährliche Falle aufgebaut mit diesen roten Panzern. So, ich schiebe mal ein bisschen zurecht. Und manchmal ist die die Qualität nicht so gut. Sehe ich ein. Und jetzt schieße ich hier los. Jetzt mache ich euch fertig. So, vierter Platz. Das geht noch besser. Springe ich über die Rakete und diese hier. So. Und mittlerweile werde ich wieder überholt. So. Und meine Turbopilze, die dürfen in einem Part ja natürlich nicht fehlen. Besser als die Bananen, die verschwende ich ja dauernd. Das ist jetzt meine vierte Münze. Relativ wenig Münzen hier. So, dritte Runde, Freunde. Das muss besser werden. Das kann es nicht sein, ne? Ich habe auch zwei Kumpanen hier. Ohne Bombe. Direkt hinter mir, meine ich. So, was habe ich hier? Turbopilz? Turbopilz, natürlich. Aber den Übung kann ich nicht mehr überholen. Vierter Platz somit. Ja, ich wechsle zum letzten Mal den unteren Bildschirm vor heute. Das war ein Blitz übrigens gerade. Ne? So, dann ist der letzte Platz endlich ein Ziel. Es gibt trotzdem Pluspunkte. Sehr schön. Denn punktemäßig sind wir trotzdem eigentlich ganz überlegen, finde ich. So, das war's für diesen Part. Bis dann und auf Wiedersehen.